Wunderbar, vielen Dank. Dann darf ich Sie ganz herzlich willkommen heißen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Kasselhuskies gegen die Bietigheim Steelers. Das Endergebnis war 2-5. Strafen Kassel 4 und eine Spieldauer Disziplinarstrafe zu 10 Strafminuten für die Bietigheim Steelers. Das Ganze vor 3.312 Zuschauern. Bei mir begrüße ich die beiden Coaches. Das ist Kevin Godet als Trainer der Bietigheim Steelers. Zunächst mal herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch. Und auf unserer Seite Rico Rossi, unser Head Coach. Das erste Wort gehört wie immer dem Gast, Herr Godet, ein paar Worte zum Spiel, bitte. Ja, schönen guten Abend. Mein letztes Mal hier war vor 15 Jahren. Ich war Trainer von den Scorpions. 4 Jahre hintereinander hier gegen Hans Sack und die alten Trainers hier haben wir auch nicht 4 Punkte gehabt. Es war ein Hexenkessel für 15 Jahre. Das ist schon jetzt ein Hexenkessel. Ich muss die Zuschauer ein Kompliment geben. Unglaublich, wie sie haben die Mannschaft unterstützt. Ich muss auch Rico Rossi ein Kompliment geben, was er hat mit dieser Mannschaft gemacht. In so schnelle Zeit, im Sommer. Sie haben eine gute Mannschaft von jungen, erfahrenen Spielern. Und was sie haben erreicht in den letzten Spielen, sind eigentlich unglaublich. 7-2 in Rosenheim, 3-1 in Bremerhaven, die meiste. Super Job. Heute, sie haben verdient, Führung zu gehen. Unglaublich Leidenschaft von der Kassel-Mannschaft. War nicht einfach für uns. Natürlich, ich muss auch meine Mannschaft gewinnen. Wir haben nicht aufgegeben. Nach 2-2, so offen, und die Schlüssel war die 5 Minuten. Wir haben alle gedacht, es war 2 und Kelly hat seine Zähne verloren. Es war Pech für Kassel und Glück für uns, obwohl Pech für Kelly. Diese 5 Minuten natürlich am Ende hat das Spiel entschieden. Und, wie gesagt, es war ein hartes Spiel und einfach die Liebe haben wir. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Kevin. Rico, wie hast du das Spiel gesehen heute? Ja, ich habe gesagt, Dankeschön für die schönen Blumen, Kevin, aber ihr habt gerne 3 Punkte gehabt. Ja, Special Teams. I think that's it. Die Mannschaft hat wieder alles gegeben, gesehen vom Anfang an, wir waren bereit, aber dann leider hatten wir ein bisschen zurückgespielt. Aber das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, die Bietigheim. Das sind sehr gut eingespielte Spieler, die System von den Trainers, sehr effektiver, kostet keine großen Kraft und die kennen das System von A bis Z. Die sind eine Mannschaft, das viele Spieler zusammen sind von den letzten paar Jahren. Trotzdem, wir sind mit 3 Punkten aus diesem Wochenende, sind wir sicherlich nicht unzufrieden. Schade, dass wir haben nicht zu Hause ein besseres Ergebnis, aber wir haben schon alles gegeben. Die Mannschaft ist schon intakt. Wir sind weit oben, wo eigentlich wir sehen den Unterschied jetzt zwischen einer Mannschaft, das ein Meisterkandidat ist, und einer Mannschaft, das im Moment hat einen guten Lauf. Und wir haben einen guten Lauf und wir würden eine gute Mannschaft, aber wir haben viel, viel zu tun. Aber trotzdem, 3 Punkte Wochenende gegen 2 starke Gegner sind wir auch zufrieden. Ja, vielen Dank, Rico. Eine Frage ist das, beziehungsweise eine Sache gibt es noch aufzulösen, und zwar genau diese Strafe, die zu 5 Minuten geführt hat. Ja, 2 Minuten waren erst auf der Uhr, dann gab es lange Diskussionen mit den Schiedsrichtern und dann wurden aus den 2 Minuten 5 Minuten. Kannst du das erklären, wie das Regelwerk, das so hergibt, dass aus 2 Minuten 5 Minuten werden, und was hat er dir erklärt? Die Regel mit Hohenstock ist, wenn einer blutet, ist es automatisch 5. Wenn er Verletzungsverfolg ist, ist auch die Möglichkeit, die Schiedsrichter hat die Möglichkeit, 2 oder 2+2 oder 5 zu geben. Der wird kein Blut, aber der hat schon eine Zahn verloren. So, you know what? Das ist 5 Minuten. Man muss seinen Schläger im Griff halten. Das sind die Fakten. Sicherlich hat keiner das mit Absicht gemacht, aber das ist der Unterschied. Okay, vielen Dank.
Gibt es Fragen der Pressevertreter an die beiden Coaches? Nicht der Fall, dann fasse ich noch die Endergebnisse aus den anderen Partien zusammen. Lausitzer Füchse gegen die Eispiraten Krimmitschau 6:5. Ravensburg Tower Stars gegen die Heilbronner Falken 5:2. Löwen Frankfurt gegen den SC Riesersee 3:2. Eislöwen Dresden gegen die Fischdamm Pinguins Bremerhaven. Der Stand ist kurz vor Schluss 2:0. ESV Kaufbeuren gegen den EV Landshut 3:6. Und EC Bad Nauheim gegen die Star Bulls aus Rosenheim 5:2. Wir sehen uns wieder ungewohnterweise, das erste Mal jetzt zu einem Freitag, eine Minute noch bitte, nein, noch nicht mal, 10 Sekunden brauche ich noch. Freitag, 31.10.2014, 19.30 Uhr, bei uns zu Gast dann der EV Landshut. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, guten Start in die Woche, sehen uns am Freitag, machen Sie es gut, bis dann und tschüss.